Hallo, herzlich willkommen zu Monofischl. Heute hier, weil ich bin gerade von draußen gekommen und ich habe mich spontan dazu entschieden, Folgendes zu machen. Hier sind meine Einkäufe, falls ihr mal sehr private Sachen von mir sehen wollt. Ja, was kauft er denn an? Die Paradiescreme, ah, okay, so ein Smoothie und so ein Sahnequark und sogar noch Latte Macchiato Kaffeepulver. Er hat doch gesagt, er hat diese tolle Maschine. Die ist übrigens ausverkauft. Ich habe einen Trend gestartet, wie damals mit dem Ranger. Was habe ich noch gekauft? Warum zeige ich das überhaupt? Weil ich diese drei Pizzen gekauft habe. Sie sind zum Teil durchsichtig, weil sie so wenig Kalorien haben. Sie ist der Crazy Cheese Mix von den Turtles. Und dann ist da der Crazy Cheese Mix von den Turtles. Und dann ist da der Crazy Cheese Mix. Habe ich den echt dreimal gekauft? Aber der sieht doch unterschiedlich aus. Das ist die andere Seite. Ja, oh Gott, ich glaube, ich habe den dreimal gekauft. Aber was ich damit sagen will, ist, eigentlich hat man auch noch einen anderen. Genau, den hier. Green Double Pepperoni. Habe ich mir gerade eben geholt. Und ich muss sagen, ich bin großer Fan. Ich bin ein großer Fan der Entertainment, Pizzatainment Pizzen, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Witz. Oh. Die letzten mit Mario und Luigi, die waren ganz cool. Die habe ich gern gemacht. Die habe ich gern gehabt. Ja, genau, sagst du nämlich gerade, Könlung. Die Mario-Pizza war auch nicht scheiße. Also die schaffen es schon irgendwie gut, die Leute irgendwie zu finden, die dann auch eine gute Pizza machen. Und das ist, wenn das würde nicht funktionieren, es hat ja angefangen mit der Bud Spencer, Terence Hill Pizza, und es war eine gute Käsepizza. Und deswegen mache ich jetzt gleich mal ein Vote. Und dann könnt ihr entscheiden, welche von diesen Pizzen ich essen soll oder mir machen soll. Und dann werde ich euch berichten, wie sie ist. Also es gibt scheinbar mehrere Crazy Cheese Mixes oder ändern die einfach die Farben? Also nur mal, damit ihr seht, was ich meine. Das ist doch eine andere als die. Das ist doch eine andere als die. Das ist eine andere Farbe. Also, wo ist denn da der Unterschied? Die heißen beide Crazy Cheese Mix. Und da ist auch mittlerweile noch nicht mal mehr irgendwo. Da ist nur noch ganz wenig Pizza zu sehen. Guck mal, das ist wirklich ein Scheiß. Hier vorne ist Turtles. Und hier hinten ist da eine kleine Pizza. Da kann man einmal kurz abgleichen. Ist es dieselbe? Crazy Cheese Mix und einmal Crazy Cheese Mix in Gelb. Ja, kein Wunder, da bin ich direkt drauf reingefallen. Dachte ich mir, ich habe drei verschiedene Pizzen. Puh, dreifach Cheese oder dreifach Cheese? Ja, ich habe sie auf jeden Fall dreimal. Also habe ich neun Cheese. Klavier sehr laut, Simon dafür sehr leise. Ah, okay, das ist wieder mal so. Moment, Klavier. Ist das das Klavier? So lassen wir es jetzt. Das Problem ist bei mir, ich erzähl's, ich komme gleich zu Viewfinder und wir spielen das auch gleich. Das Problem ist, dieses Go XLR, ich muss das noch in den Autostart packen. Das hat mir Tano, hat mir das geraten, der ja hier immer sich über alles informiert und immer Bescheid weiß und mir immer hilft, neben Nicola und anderen. Jedenfalls, wann immer der Rechner neu gestartet ist, stellt sich das falsch ein. Und dann ist immer alles verstellt. Und ich muss einmal dran rumwobbeln und das vor allen Dingen hier starten, damit er das übernimmt. Das ist super nervig, aber es ist halt so und ich vergesse es immer wieder. So. Hui, ich muss mich gerade mal übrigens, das hier, wenn ihr Bock habt, ne? Also ich komme ja aus Hamburg, ich kenne mich aus mit guten Regenjacken, die habe ich selten an, weil es, also weiß nicht, meistens ist es zu warm und wenn es dann regnet, will ich nicht das Ding dabei haben oder so, dann akzeptiere ich den Regen, aber diesmal bin ich im Regen nochmal schnell rüber zum Netto, habe was gekauft, wusste, das wird Hardcore, weil es einfach pisst wie Sau und habe diese wunderschönen, sehr dünnen und sehr angenehmen Massenmörder-Look habe ich jetzt einfach akzeptiert und angenommen. Wenn ich jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, Pizzamesser, hier den Smoothie, so also einfach. Ne? Du weißt nie, wann ich in die Dusche komme. Das stimmt tatsächlich. Das weiß man nie. Das geht sehr schnell. Ich bin da teilweise selbst überrascht, wie schnell ich in die Dusche komme. Oh Gott, hier ist eine riesige Fliege. Eine ganz riesige, fette Monsterfliege. Die werden wir noch häufiger sehen. Ein Sub, ein Abo, immer wenn hier die Fliege ins Bild kommt. Jedenfalls bin ich jetzt hier perfekt für Berlin angepasst, finde ich. Ich sehe genauso irre aus mittlerweile wie alle anderen. Und was auch immer gerne von mir vergessen wird, ihr könnt jetzt mal live dabei sein, wenn ich den Stream starte, ist nämlich mein OBS und ich überlege auch mittlerweile mal mir eine andere Plattform zu suchen, mit der ich streame, weil OBS ist okay, aber es muss doch was geben, was nicht solche Bugs hat. Immer ist die Helligkeit zu hoch. Wie kann ich das einstellen? Weiß das jemand? Wahrscheinlich nicht. Und dann mache ich die Sättigung nochmal runter. Und ich sehe es natürlich hier auf verschiedenen Monitoren. Und mir ist schon häufig aufgefallen, dass das auf jedem Monitor anders aussieht. Aber das ist, glaube ich, hier normal. So, dann meine Kiste der Schande. Wir machen gleich den Vote. Ich habe mir ja auch Coke Zero geholt. Wollte ich ja nicht mehr.
Habe ich trotzdem geholt, ne? Ich komme nicht davon los. Ich bin wirklich sowas von fucking süchtig nach dem Shit. Okay, so, wir machen mal kurz den Vote, welche von diesen geilen Pizzen. Ich gebe euch mal zwei zur Auswahl, dann ist es auch einfacher, weil ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich Pepperoni und Green Super Sauce, Four Cheese and Nacho Style Cheese Sauce, Four Cheese and Nacho Style Cheese Sauce, die haben mich einfach verarscht. Und bei der anderen steht Four Cheese and Nacho Style Cheese Sauce. Okay, Moment, wir machen jetzt hier also einen von denen, wir machen mal schnell eine Abstimmung. Welche Pizza soll Simon essen? Aber da muss eigentlich noch klar werden, dass es sich um eine Turtle-Pizza handelt. Sonst ist es ja wirklich lame. Okay, so, wir haben also jetzt zur Wahl die erste mit Pepperoni and Green Super Sauce. Es passt original nur Pepperoni Green Sauce hin. Es ist einfach zu lang, die Dinger. Okay, und das andere ist Four Cheese and Nacho Style Cheese. Four Cheese and Nacho Cheese. Oh Mann, ey, das ist alles so dumm. Okay, so, wir haben 5 Minuten, in denen wir jetzt mal abstimmen können. Ihr könnt zusätzliche Abstimmungen mit euren Moneten machen, wenn ihr unbedingt wollt, wenn ihr vielleicht von Pizzatainment seid und wollt, dass ich eins von diesen Dingern mir gleich reinreibe. Ein bestimmtes, vielleicht das, wo noch so Restspuren LSD aus der Produktion drin sind. Ich weiß es nicht, nehme ich. 5 Minuten. So, und jetzt könnt ihr voten, wenn ihr unbedingt wollt. Und ich pack die mal kurz und den ganzen Kram in den Kühlschrank, ne, sonst ist das ja völlig bescheuert. Aber ich will noch kurz, hier, eine Sache noch, wirklich, ich krieg da kein Geld für, aber ich feier Paradiescreme. Ich kenne die schon so lange, ich esse die schon so lange, ist reiner Zucker mit Geschmack, aber, also ab und zu gönne ich mir mal einen, aber es ist echt halt saulecker. Und das Coolste ist, man kann die eigentlich mixen. Ich finde, die haben nicht annähernd, das Potenzial nicht annähernd ausgeschöpft, was sie da hätten, ne, an theoretischen Möglichkeiten. Denk an Pizzatainment in Zukunft. So. Achso. Weil nochmal eben gefragt wurde, dass ich beide nochmal reinhalte. Das ist nur fair. Man kann aber echt nicht viel erkennen. Echt nicht viel erkennen. So. Welche von denen? Ich kann gleich mal ein Teaserbild machen für den. Warte mal, wir machen gleich mal ein Teaserbild. Teaserbild machen wir gleich. Wow, der Simon hier Multitasking. Und warum hat er eigentlich diesen Mörder? Diesen Mördermantel an, das musst du dann im Video herausfinden. Wichtig wäre nur, dass ich kurz, und deswegen mache ich sowas ungern, weil ich dann immer hier hin und her klicken muss, den Chroma Key ausstelle, denn sonst sind diese Pizzen teilweise durchsichtig. Keine Ahnung, welche. So, welche, hier, ne, da sieht man die noch. Da und so. Muss man irgendwie so, so und dann so halten. Nee, so halten. Ich dahinter mit dem Messer. Okay, sieht wahnsinnig genug aus. Da muss man eventuell mal den Kopf durchmixen. Das sind die beiden. Das sind die beiden Geschmäcker. Ich packe sie, wie gesagt, hier zurück und muss den ganzen Scheiß so nass. Alles einmal auch kurz weg, ne? So. Oh, da bin ich ja genau richtig gekommen. Die Abstimmung ist fertig. Puh, ich habe mir nochmal schnell die Haare einigermaßen abgetrocknet. Es pisst wie Sau, aber ich mag das auch. Es war jetzt auch lange genug heiß. Und jetzt kann man ruhig auch mal wieder ein bisschen chilliger sein. Heute wird hier heute ein bisschen das Gehirn angestrengt. Euer Gehirn, meins, ist leider durch. Und wir spielen Viewfinder. Das ist laut dem, was ich schon gesehen habe, ein sehr schönes, Portal-eskes Spiel, bei dem es darum geht, Perspektiven, die man hat, richtig anzuordnen, sodass man im Level weiterkommt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wenn ich jetzt 50-50 habe, muss ich beide essen. Ernsthaft, 39 für beide. Das ist so dumm. Ihr könnt das jetzt mal, wie kann ich euch das zeigen? Da muss ich kurz mal gucken. Da muss ich wirklich kurz mal gucken auf meinem eigenen Twitch-Kanal im Chat, wie man das jetzt irgendwie zeigen kann. Wie kann ich das zeigen? Den Vote. Der ist schon durch. Da ist er ja. Okay, Moment, wir machen das gerade mal kurz. Sekunde. Ja, also ihr habt es irgendwie geschafft, dass der genau auf 50-50 ist. Wahrscheinlich war es Fischmensch, der das irgendwie dann angepasst hat mit ganz vielen. Soll ich die jetzt beide machen?
Ich habe auch nichts dagegen, beide zu essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann ja auch die Hälfte essen und die andere Hälfte gebe ich meiner Frau, meiner Verlobten noch. Wie wäre das? Ich werde ihr das sagen. Respekt an Fischmensch, der 30.000 Kanalpunkte geopfert hat. Ja, das ist wirklich eine nice Entscheidung. Finde ich gut. Was ich auch immer gut finde, sind diese geilen Bild-in-Bild-in-Bild-in-Bild-in-Bild-Geschichten. Ich könnte mir, ich weiß, es ist nichts Neues, ne, aber ich könnte mir den ganzen Tag angucken. Da fällt mir dieser eine Zeitreisefilm ein. Wie heißt denn dieser eine Zeitreisefilm, der super simpel ist, der in einem Apartmentkomplex spielt? Ich glaube, mit ganz vielen Asiaten. Ich glaube, es ist ein koreanischer oder so. Und die laufen ganz viel hoch und runter, weil sie haben, ich weiß nicht mehr, eine Kamera und einen Fernseher, mit dem sie irgendwie mit der Zukunft kommunizieren können, ihrer eigenen Zukunft. Ich habe vergessen, wie heißt der Film? Zurück in die Zukunft. Hagel! Naja, also es gab, gibt diesen Film, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, aber der ist super. Den habe ich vor ein paar Monaten gesehen, der hat mich total begeistert, weil er auch so simpel ist. Primer gibt es natürlich auch, aber Primer ist alles andere als simpel. Primer ist mega, mega aufwendig, könnte man sagen, intellektuell. Und da kann man ganze, wahrscheinlich Wochen, Monate mit verbringen, die Mathematik dahinter versuchen zu verstehen. Ich habe es aufgegeben. Beyond the Infinite 2 Minutes, genau. Japanischer Film, nicht koreanisch. Beyond the Infinite 2 Minutes. Mua, Chefskiss. Wirklich. Weil das ist ein ganz toller Film, weil er auch mit vielen One-Shots arbeitet, aber eben diese One-Shots wunderbar einbaut in diesen 2 Minuten nach vorne springen Mechanismus, den sie da entdecken. Und es geht von da aus wirklich nahtlos von Anfang bis Ende weiter und wird eigentlich so erzählt, dass man schon sagen kann, ja, das passiert ja alles am Stück. Da kann man auch verstehen, wenn nicht jede Entscheidung mega smart ist, sondern wenn die Leute erstmal rumexperimentieren mit dieser Idee. Und der ist sehr gut zu gucken. Der ist auf jeden Fall cool. Beyond the Infinite 2 Minutes. Also, was heißt, ist jetzt halt, ne, ist wirklich ein guter, okayiger Zeitreisefilm mit wenig Mitteln. Und das muss man ja auch immer so sehen, ne, in dem Kontext sehen, dass sowas natürlich auch mit wenig Mitteln schwer zu realisieren ist. Ne? Genauso wie ich eine Sache, Man on Earth, finde ich immer noch geil. Ich wollte gerade gucken, ob man mich vielleicht doppelt und dreifach hört, aber das ist ja hier rausgestellt. Ne? Man on Earth ist auch so ein toller Film, der sich so von einer Sache plötzlich immer weiterentwickelt und aber auch wie ein Kammerspiel eigentlich nur in einem Raum spielt mit einer Gruppe Menschen, die sich seit langem kennen und einer von ihnen hat so eine alles verändernde Geschichte, die er ihnen erzählen muss. Man from Earth. Was habe ich gesagt? Man on Earth? Man from Earth. Naja. Kann ich euch, wie gesagt, ein paar Sachen kann ich euch immer empfehlen. Was haben wir da? Infinite Beyond the Infinite 2 Minutes. Primer, wenn ihr es ein bisschen intellektueller wollt, aber auch mit wenig Budget. Und Man from Earth ist auch mit sehr wenig Budget, ist aber kein Zeitreise wirklich. Es hat kein Zeitreisethema. Aber es ist auch mysteriös und mit wenig viel gemacht, was ich immer sehr feiere. So, kurz die Frage nach der Abstimmung. Ich mache also beide, aber ich kann die nicht. Ich glaube, wenn ich die beide gleichzeitig reinmache, ist das blöd. Weil dann wird eine davon besser als die andere, oder? Habe ich ein bisschen das Gefühl. Vielleicht soll ich die nacheinander machen. Fällt mir gerade sehr schwer. Aber ich glaube, ich fange an auf jeden Fall mit der Käse. Natürlich auch Dark ist natürlich klar, muss auch kommen. Dark gehört auf jeden Fall da rein. Oh Gott. Ich bin so ein fucking Suchti, was Coke Zero angeht. Ey, ich bin so eine Bitch. So eine Aspartam-Bitch. Oh, ich wirklich muss mir jetzt nochmal anlesen, damit ich anfange, es widerlich zu finden. Pflanzenextrakte mit Süßungsmitteln. Das ist das Schlimme. Wasser, Kohlensäure. Soweit eigentlich okay. Das ist das, was ich eigentlich will. Dann 1 Million Sachen. E-Säurungsmittel, Phosphorsäure, Süßungsmittel. Da ist es. Acesulfam, Aspartam, da steht's. Natriumcyclamat, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich mag es. Ja, Living with Yourself habe ich auch gesehen. Ist es Paul Rudd?
Ich glaube schon. Jedenfalls auch sehr gut. Also gut, ich sag dann immer sehr gut. Aber das war auch gut, hat mir gefallen. Ich habe es allerdings auch schon wieder vergessen. Aber ich weiß noch, dass es mir gefallen hat. Es hat auch so eine Idee, die ich nicht spoilern will, die dann einfach konsequent durcherzählt wird, ohne dass das jetzt sich in eine zweite, dritte, vierte Ebene aufspalten muss, sondern einfach nur eine Geschichte durcherzählt. Das finde ich immer sehr gut, wenn das dann auch passiert. Ich persönlich mag aber auch alles, was so ein bisschen wirr ist. Ich mag ja auch so, ich mochte auch Maniac mehr als andere. Das ist ja auch so eine Reihe, wo es aber nicht um jemand Irren geht, wie der Name vermuten lässt, sondern eben um, wie kann man das jetzt zusammenfassen? Vielleicht multiple Leben oder so, ne? Die Frage nach dem echten Leben oder so, da gibt es ganz viele Sachen, glaube ich. Naja, fand ich auf jeden Fall gut. Mir hat das auf jeden Fall immer gefallen. Ich fand aber auch hier, wie heißt der? Das ist auch so eine quirky Detective-Reihe, die aber, glaube ich, nach der zweiten schon abgesetzt wurde im Namen. Der Name des Detectives ist der Titel und es ist eine Intrinsic Agency? Nein. Mann, Dirk Gently. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Untertitel ist, aber der hat so eine ganz seltsame Detektei, die sich mit ganz seltsamen Fällen befasst und er wirkt auch nicht, als hätte er irgendwie Ahnung von dem, was er da macht, aber irgendwie funktioniert's und davon nimmt das Ganze dann auch noch eine Entwicklung. Aber ich persönlich fand das holistische Detektei, genau. Holistic Agency oder irgendwas. Ich muss sagen, ich fand's ganz gut. Aber das ist alles nicht für jeden. Aber ich persönlich fand's ganz gut. Genau, mit Elijah Wood gibt's auf Netflix. Könnt ihr ja mal reingucken. Ich gucke mir all diese quirky Sachen gerne mal an und das sind so die wenigen, die ich auch nach 3 Folgen weitergucke. Also Dirk Gently bin ich immer noch traurig, dass das nicht fortgesetzt wurde. Aber da gibt's ja auch viele Sachen, ne, die nicht fortgesetzt werden. Also da gibt's ja echt genug. Aber teilweise bin ich damit einverstanden, teilweise nicht. Teilweise werden auch Sachen erweitert. Warum gibt's die fucking Kardashians immer noch? Naja, gut, ich weiß. Anderes Thema. Es gibt noch eine Serie, da sieht jemand einen kleinen Thundrachen und ist wohl verrückt. Aber das ist, glaube ich, kein Drache, ne? Aber du meinst, ich liebe die auch. Die hat einen richtig guten Anfang auch. Wie heißt die? Er sieht ein Einhorn. Es ist so total Hardcore, Brutalo-Cop, Ex-Cop oder so, nur am Saufen, völlig am Arsch, so ein bisschen wie eine ironisierte Version von John McClane. Und er sieht Happy, genau, und er sieht die ganze Zeit so ein fucking Einhorn, was aber auch jetzt, also es ist schon ein liebes Einhorn, aber es ist am Ende des Tages halt auch nicht mehr so lieb. Und die beiden arbeiten miteinander in einer total kaputten Welt, die man wirklich auch so mit Gotham oder so beschreiben könnte. Also wo einfach das Böse wirklich enorm viel Macht hat. Und das ist aber eine richtig gute Serie, finde ich. Die ist sehr verstörend, sehr brutal. Fast schon absurd brutal, dass man eigentlich denkt, okay, was gucke ich hier eigentlich an? Das darf eigentlich keiner sehen, dass ich das sehe. Aber dahinter steckt eine lustige, auch eine warmherzige tatsächlich Serie, die halt nur sich quasi hinter all diesem Quatsch versteckt. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, gibt zum Glück noch ein paar andere Leute, die Happy feiern. Also, man sagt ja immer, Netflix hat Scheiße. Und das stimmt auch. Hat wirklich zu 85% Scheiße auf Netflix. Zumindest die Eigenproduktion. Aber die haben halt auch, die kaufen halt auch schon Sachen ein, die sich dann Preis-Leistung rechnen, die gut sind. Und produzieren dann und wann auch mal was funktioniert. Und es ist eine Weihnachtsstory. Genau, das ist auch cool. Weil ich finde so Weihnachtsstories, nicht nur, weil es Stirb langsam auch ist, sondern die haben dann natürlich wirklich was, dass die ein Klassiker werden können, weil es nicht so viele, sag ich mal, actiongeladene Weihnachtsfilme gibt. So, ne? Es gibt so ein Kontingent an Anti-Weihnachtsfilmen wie Bad Santa 1 und 2 oder hier dieser kurze, der auch wie Stirb langsam ist, mit einem Weihnachtsmann, den habe ich noch nicht gesehen. Also es ist auf jeden Fall quasi, das wird so langsam besetzt, dieser Platz des ironischen Weihnachtsfeierns. So, die Schlacht im Altenheim. Ja, es gibt einfach echt so viele Sachen. Oh, jetzt musste ich gerade an hier Kingsman denken, ne? Da gibt es auch dieses furchtbare Gemetzel in der Kirche, weil sie durch irgendein, ich weiß gar nicht genau, ich kann nicht spoilern, weil ich es nicht mehr genau weiß, aber ich glaube, sie können irgendwie in den Geist von Leuten eindringen oder haben das schon gemacht und können die an- und ausschalten und dann werden die ultra brutal. Und das passiert dann in so einer elendslangen Sequenz,
wo halt diese Agenten sich wirklich gegen alles zur Wehr setzen müssen, irgendwelche Omsen mit ihrem Regenschirm oder irgendwas. Und es ist so ultra brutal und es geht so ultra lange und ich liebe diese Szene. Die macht für mich den ganzen Film mindestens 2 Punkte besser. Aber es ist halt einfach völlig kranker Shit. Kannst du eigentlich keinem erzählen. Okay, hier über die SIM-Karten machen sie das. Okay, ja, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall eine gute Idee. Welche Turtles-Pizza soll Simon essen? Ja, es sind natürlich immer noch dieselben, ne? Es sind immer noch 50-50. Nur zur Info, ich habe hinten schon den Dings angemacht. Den Backofen. Der muss natürlich auf 250 ganz krass voll sein. Maximale Hitze. Sonst werden die nicht gut. Man muss das wirklich. Oh, das Ding muss angetaut sein. Also muss ich beide jetzt schon raus. Okay, Sekunde. Ich mache mal gerade beide raus. Wir machen mal kurz Werbung. Und welche zwei, drei Leute entfolgen hier denn immer? Bleibt doch mal bitte Follower. Follower. Bleibt mal Follower, Leute. Bleibt mal. Hier, es lohnt sich. Guck mal hier, Stuhl. Der Ofen ist eingerichtet. Alles läuft. Dauert aber noch ein bisschen. Die Frau möchte die Pizza nicht essen. Keine Ahnung, was gut ist. Was mich nicht stört, weil dann esse ich halt einfach erstmal halb-halb und werde euch dann berichten. Vielleicht werde ich sie auch beide knacken, knicken und dann nur die Hälfte jeweils heiß machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. Ey, meine Nase schon wieder. Das ist so geil. Ich habe eigentlich keine Allergien, aber irgendwie gefühlt kriegt es mich doch langsam. Irgendwie ist da immer jetzt, wenn es Sommer wird und auch vor allen Dingen, wenn es wie jetzt regnet und das so aufgewirbelt wird alles, habe ich dann immer auch für Tage so ein Kitzeln. Genau, hier vorne. Das nervt so sehr. Und ich glaube, das ist so der Anfang von so einer leichten Allergie. Lords of the Fallen Gameplay schon gesehen. Gibt neues Material über 10 Minuten lang. Das machen wir doch einfach mal, oder? Machen wir das mal. Machen wir das mal. Hier, kurz für euch eine Nils, warte doch Erklärung. Wenn mal auf ihr auf diesen mich. Kanal geht, Ja, der ist ich bin brandneu. da. Simon, Ich habe unterschiedlich da. das ist Was ein du bist. vielversprechender junger Ich Mann, der wusste nicht, dass du so ist schlecht bist. Ich 28 warte hier jetzt auf dich. Ich sehe dich und da hat unten. Ich diesen feuer dich an Parodie-Account. von oben, okay? Und hier gibt es ganz viele Videos. Hier bin ich beim Boxen. Hier bin ich mit diesem anderen Typen hier, dieser Musiker mit der Brille. Hier spiele ich Remnant. Hier Only Clyde mit diesem anderen Typen von dem Kinderkanal. Hier ist das Finale von Resident Evil. Also wenn ihr Bock habt, ne, guckt da ruhig mal rein, weil da sind überraschend wenig Klicks dafür, dass das eigentlich teilweise wirklich coole Themen sind. Also ich kann eigentlich all diese Spiele, kann ich euch empfehlen, ob ihr die jetzt vielleicht schon alle habt oder so, ist ja auch okay. Aber das sind alles super interessante Spiele gewesen, die ich eigentlich gerne sogar nochmal spielen würde. Hier warte ich immer noch aufs volle Spiel. They are here. Resident Evil 8 habe ich jetzt, wie gesagt, vor. Dave the Diver ist super. Aber geht ein bisschen unter natürlich in dem, was ich jetzt noch alles machen muss. Und Punch Club 2 ist jetzt gerade rausgekommen, ist auch gut. Aber das wollte ich euch gar nicht unbedingt zeigen, da wollte ich jetzt gar nicht drauf. Aber Moment, ha, kurz noch, wirklich nur noch kurz. Wenn wir da eh schon dabei sind, können wir hier mal auf meinen Dingskanal gehen, auf den Montor-Kanal. Da sind nämlich wirklich neue Sachen dazu gekommen. Wenn ihr Bock habt, auf meine Reaktion zum dümmsten TikTok-Trend aller Zeiten. NPCs darstellen und dafür Geld bekommen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Aliens, ist das ja das erste von vielen Videos. Wenn ihr bei Place wart und nochmal alles sehen wollt mit mir zusammen, hier, legendäre 5-Käse-Pizza, da bleibt das Käsethema aktuell und so weiter. Also es kommen im Moment sehr viele Videos raus. Wollte ich an der Stelle nur mal kurz nochmal sagen. 6,5 Stunden später. Ist aber wirklich mal Zeit für den großen Pizzatest. Hier, da ist sie. Wir haben sie jetzt beide 11 Minuten insgesamt drin gehabt. Halb-halb, wie gesagt, das hier ist die 4-Käse-Nacho-Käse-Extra-Käse-Geschmackssoße. Und das ist die 3-Wurst-Pepperoni-Käse. Ja, Punkt. Bei dem einen sind so grüne Kleckse noch drauf, bei dem anderen ist einfach irgendwas Soßiges. Ne? Ich glaube, das sind einfach diese Nacho-Soße. Oh. Oh, jetzt werde ich die erstmal essen. Ja. Der erste Bissen ist ja so ein bisschen wie der erste Kuss. Da merkt man sehr schnell, ob man länger Zeit miteinander verbringen kann oder auch nicht. Hier muss ich sagen, also ein guter, angenehmer Käsekuss. Aber nicht zu penetrant, kein Gorgonzola oder sowas, also so penetranter Käse mit drin. Aber jetzt auch keine besonders würzigen oder besonders
spektakulären Käse, aber eine gute Käsemixform ist okay, es schmeckt nicht schlecht. Dazwischen sind aber so Nacho, ich weiß nicht genau, ob die Nacho als Mehl da reingerieben sind oder ob das nur der Nacho-Käse ist, aber da ist dann nochmal ein anderer Käse. Wie gesagt, das hier ist die Turtles Vier Käse Nacho Cheese Soße Pizza Turtles. Und das andere ist auch eine Turtles. Kurz mal gucken. Was der Chat so sagt. Vielleicht hat die ja von euch auch schon mal jemand probiert. Sagt Bescheid. Auch die Kruste ist auch gut. Gerade die Kruste kann ja schnell mal langweilig sein oder geschmacklos. Hier aber muss ich sagen, zwar hätte, das sage ich aber immer, hier locker noch Käse in den Rand gepasst. Ich frage mich immer, warum sie nicht einfach in jede zweite Käsepizza auch noch irgendwie so einen Käserand machen. Weil bei mir oft schon das ein Grund ist, so eine Pizza zu kaufen. Wenn die einfach Käserand hat, denke ich mir, okay, es gibt so selten, dass ich das kaufen muss. Meistens sind es dann aber irgendwelche Salami-Pizzen, wo ich denke, ich will eigentlich gar keine Salami. Was ich will, ist einfach nur geilen Rand mit Käse drin. Ne? Und dann muss das auch okayer Käse sein. Nicht irgendein Scheißkäse, den irgendwie eh keiner will. Den kannst du da, brauchst du auch nichts reinmachen. Kannst du auch Hundekot reinfüllen. Jetzt kommt diese zweite Käsepizza von Turtles. Die ist belegt mit ja, so kleiner Peperoni-Wurst, so einer grünen Soße, die ich gleich nochmal probieren werde. Ich nehme hier extra nochmal eine von den Wurstscheiben, die ein bisschen was von dieser Soße hat. Leg die mir hier drauf. Und dann halt Peperoni nehme ich an. Ich meine Peperoni-Wurst, kleine Peperoni-Wurst, zwei verschiedene. Und dann noch Käse. Ist auf jeden Fall auch ordentlich drin. Ich habe die übrigens bei Netto gekauft. Das alles ist von Pizzatainment. Ihr kennt den Kram ja. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja echt Spaß gehabt mit Mario und Luigi Pizzen. Und da gab es auch. Die eine hatte Käse, die andere war dann eben Salami. Das ist schon ähnlich. Aber die Salami ist gut, die ist würzig. Kross. Und die schmeckt gut. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, welche Käse dabei sind, ob das Analogkäse ist oder ob das so einfach billiger Käse ist, aber er schmeckt in der Kombination gut und würzig und hat was. Passt auch gut zu der Salami, ist nicht zu salzig. Fällt mir der Scheiß schon aus dem Mund. Ist nicht zu salzig. Ist auch nicht zu heiß, zu sippschig. Sippscht hier nicht runter. Das ist das sippschigste Stück. Da sieht man es ein bisschen. Ne? Es liegt aber auch daran, dass das hier halt extra viel von dieser Soße ist an der Stelle und das ist so ein bisschen durchgesippscht. Aber an sich ist es nicht so sippschig. Auch weil der Käse gut ist. Also, ich werde das jetzt gleich noch weiter essen. Aber ich muss sagen, doch. Ich bin echt nicht so ein Tiefkühlkäse-Pizza-Fan, weil die mir nie schmecken. Die sind immer okay, die kann man machen, aber irgendwie habe ich da selten eine, die mich wirklich begeistert. Die Mario und Luigi Pizza, die Käse, ich weiß nicht, wer die Käsepizza hatte. War es Luigi? Die war lecker. War auch vier Käse. Und hier auch. Also für jemanden, der Käse mag oder Salami, sind das zwei sehr gute Geschichten, muss ich sagen. Obwohl das mit Nacho Cheese ein bisschen eklig wirkt, passt eigentlich ganz gut rein. Es schmeckt schon nach Nacho-Käse. Also man muss sich, glaube ich, von der Idee entfernen, dass das wie eine normale Vier-Käse-Pizza schmeckt. Preissegment kann ich euch nicht sagen. Ich glaube 3, 4 Euro. Sorry, ich bin gleich fertig, ne? Aber ich musste kurz, zumindest mal ein Stück pro Stück. Ach genau, der Crunch-Test, ne? Genau, wie crunchy ist die denn? Moment. Ja. Das cruncht, finde ich schon. Okay, Hammer. Ich hole mir doch nochmal schnell was zu trinken und vor allen Dingen Servietten. Aber ich bin in 2 Minuten wieder hier und dann spielen wir weiter. Viewfinder, ne? Bis da, bis gleich. Heute lebe ich mal wirklich wie ein König, ey. Schön die Coke Zero und die schmierige Entertainment-Pizza. Das ist die genauso gut ist wie die andere.
Die eine sieht so aus, die andere sieht, hat drei verschiedene Gesichter. Ich weiß nicht genau, warum ich dreimal dasselbe gekauft habe, wenn es unterschiedlich aussieht. Ich kann sie sehr empfehlen. Von mir gibt es auf jeden Fall, weiß ich nicht, 3 von 5 Pizzascheiben, Pizzastücke. 3 von 5 Pizzastücke, obwohl nie eine Pizza hat 5. Egal, ich brauche aber 5 Punkte. 3 von 5. Eine richtig gute, die perfekte im Restaurant ist eine 5 von 5. Das ist eine 3 von 5 und das ist für mich schon gut. So. Also fast alle anderen TK-Pizzen haben für mich maximal 2 von 5. So. Die, ja, kurz, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, die gibt es immer in kurzen Abständen für eine Weile, so Aktionspizzen. Ist aber wahrscheinlich immer irgendwas in der Art da. Von Pizzatainment, irgendwas haben die immer gerade. Und vor der Weile war es eben Nintendo, jetzt ist es, was habe ich denn gerade gegessen? Turtles und davor war es Bud Spencer. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, kommt es wahrscheinlich bald bei euch. Wir hier in der Mitte der Galaxis, in Berlin, wir kriegen den Scheiß natürlich als erstes. Weil die einfach wissen, die Market Mover, die Movers und Shakers, die Opinion Leaders, die sind hier in Berlin. Oh. So, jetzt reicht's aber auch. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so ein Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!